Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben alles vorbereitet und können uns jetzt auf den Weg machen, obwohl wir hauen noch fix Frosten auf die 2. Wenn das Silber hier einmal fertig ist, wir müssen das hier nicht rumliegen lassen. Am Ende kommen noch... Eins fehlt noch. Hier war es. Entschuldigung. Am Ende kommen hier noch irgendwelche Grauzwerge und klauen uns das Silber. Das wollen wir alle nicht. Dann lasst mal kurz schauen. Wir können nochmal fix die Spitzhacke und so reparieren. Frostner, bam. Ach, kostet nur 15 Silber. Ich dachte, da kommt noch irgendwas dazu. Perfekt. Und beim nächsten Mal 30. Wie sieht es jetzt schadentechnisch aus? Haben wir hauen 35 Wert. Okay, alles klar. Gut, also. Moment, wir haben doch noch nicht alles vorbereitet. Wir brauchen noch 2 Portale. Und zwar 4 Kerne. 40 Edelholz. Ich hoffe, ich bin richtig. Und 20 Augen. Lasst mich nochmal kurz schauen, aber ich glaube, das müsste hinhauen. 2 Kerne, 20... Ja, passt. Perfekt. Und wieder ein neues Portal. Und immer noch nicht beschildert. Ich muss das langsam wirklich mal erledigen. Rein mit dir. So, wir nennen das den Muddystein. Muddystein ist doch schön. Dann müssen wir uns jetzt einmal zum Händler teleportieren. Ab aufs Boot. Haben wir wirklich alles dabei? Ich glaube schon. Die Wünschelrute hätte ich jetzt noch woanders lassen können. Wir müssen auch hier die Kisten mal noch leer machen. Ja, nee, ich lasse die Wünschelrute mal noch. Hier müsste er sein. Hä? Wo habe ich denn den Händler hin? Hier ist der Händler. Entschuldigung. Ja, wir lassen die Wünschelrute mal noch eingesteckt für den Fall der Fälle. Wenn wir jetzt ein bisschen Gebirge erkunden, können wir uns auch noch ein paar Silberadern erkunden, beziehungsweise markieren. Ach nee, Moment. Das war falsch. Entschuldigung. Das war mal ein Portal, das hätten wir eigentlich auch mal mitnehmen können. Also irgendwann mal. Das war mal das Portal, als die Händlersuche angefangen hat. So, jetzt bin ich aber wieder ein bisschen verwirrt. Wir haben hier die Schlange, wir haben hier Gebirge. Haben wir das, war das noch das hier vorne? Oder habe ich es mir jetzt irgendwie verkackt mit den... Ja, das war Holzsamlu. Aber für Holzsamlu hatten wir doch jetzt im Gebirge was hingestellt, oder bin ich doof? Ah, ich bin aber auch vergesslich, ey. Es tut mir leid, ne? Das ist echt keine Absicht. Ja, das haben wir nämlich hier stehen. Irgendein anderes Portal muss es sein. Vor allem, es ist doch noch gar nicht so viel Folgen her. Warum vergesse ich das andauernd? Naja. Irgendeins muss es sein. Eigentlich eins von hier. Was haben wir denn? Hier haben wir nochmal Gebirge. Hör aber auch schon Drachen, glaube ich. Oh Gott. Boah, ist ja gleich richtig Alarm. Alarm! Der hat aber wenig abgezogen, Mensch. Was war denn da los? Geil getroffen noch. Ey, Mist, habe ich das jetzt irgendwie mit dem Portal versaut? Aber eigentlich nicht. Wäre natürlich richtig, richtig bad. Also, das Gebirge ist es nicht. Die Schlange haben wir noch. Was habe ich denn da gemacht? Mann, Mann, Mann. Das sieht schlecht aus. Ne, hier sind wir wieder auf der Insel des Todes. Ganz schnell weg hier. Ach, Menno. Ich bin aber auch doof. Basis ist auf jeden Fall Basis. Knochenwanst war es doch auch nicht. Was habe ich denn gemacht? Händler ist das Ding. Erkundung, Erkundung, Erkundung könnte es sein. Jetzt lass es bitte das sein, sonst bin ich ein bisschen verwirrt hier. Mensch, jetzt haben wir schon wieder... Ja, Erkundung. Entschuldigung. So, lieber Händler, grüße dich. Schön, dass du noch ein paar Pilze mit am Start hast. Und dann müssen wir hier mal fix zum Boot.
Naja, 5 Minuten verplempert. Tut mir leid. Das Boot stand, glaube ich, da drüben, ne? Wir müssen uns unbedingt mal noch um die Portale kümmern, dass die alle wieder eine richtige Bezeichnung kriegen. Das sind dann halt... ja, immer erstmal so... wie sagt man? Vorzeitige Namen, ihr wisst schon, was ich meine. Arbeitstitel. Und irgendwann muss man die aber auch mal richtig benennen. Jetzt bin ich hier aber schön mit 2 Ausdauer ins Wasser gehuppt. War gar nicht mal so schlau. Kommen wir jetzt hier hoch. Ah, hier natürlich nicht. Stell dich mal wieder hin. Und zack. Ach komm. Und dann schauen wir gleich mal auf der Karte, wo wir unser am nähesten liegendes Gebirge haben. Ich glaube, da hinten sehe ich's. Sind wir doch so weit vom Boot gelaufen, ja? Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber anscheinend schon. Brauchen wir hier nochmal ein bisschen Ausdauer. Was können wir mal nachhauen? Wir können eigentlich schon wieder relativ viel nachschmeißen. Und auf geht's. Ist halt natürlich immer schwierig mit Portale umbenennen. Aber wenn du es umbenennst, dann passt das ja nicht mehr. Oder ist nicht mehr verbunden. Das heißt, man müsste dann nochmal 2 Portale aufstellen, damit man sich mit denen hin und her teleportieren kann, um die umzubenennen. Ist halt dumm, man müsste eigentlich gleich von Anfang an. Richtige Namen geben. Jetzt habe ich natürlich dem einen Portal wieder schön Steinmutti genannt. Oder Muddystein? Ne, ich glaube Steinmuddy. Ich habe es schon wieder vergessen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. So, zack. Ja, na, so zack war es gar nicht. Komm, jetzt geh mal hoch. Ne, du bewerft hier nicht meine Boote. Oder mein Boot. Verschwinde jetzt. Mit der Hand. Oh nein, wir ertrinken gleich. Da muss man echt aufpassen, ne? Das sind so die richtig fiesen Situationen. Hier ist aber auch gerade Wellengang, ey. So. Mit O. Sumpfland, Ozean, Nebellande. Das war alles dunkler Wald. Hier unten kommt Gebirge. Was sagt denn der Wind? Geht einigermaßen. Also. Die Richtung. Nach da müssen wir. Werden wir uns hier wahrscheinlich gleich wieder schön verkanten. Obwohl ich eigentlich relativ gut geparkt habe. Ja, komm. Du kannst das schaffen. Ich glaube an dich. Wir haben voll Rückenwind. Zieh durch. Jawohl. Einmal rüber. Und auf geht's. Ja, Wind ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir sind auf dem richtigen Kurs. Hier dran vorbei. Hier runter, da ist Gebirge. Da gehen wir jetzt nochmal schauen. Mit dem Ofen und so wollten wir auch nochmal gucken. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich vergesse gefühlt alles. Nee, das habe ich jetzt erstmal wieder so auf dem Schirm gehabt, dass wir da auch nochmal gucken. Ich meine, lebensmitteltechnisch sieht es gerade aktuell eigentlich ganz gut aus. Wir haben eine geile Kombo gefunden, gerade für die Ausdauer. Aber ich sag mal, wenn wir dann in die Ebenen kommen, sollten wir auch nochmal gucken, dass wir so lebensmitteltechnisch, so gerade was halt die Lebenspunkte angeht, vielleicht auch nochmal ein bisschen höher kommen. Wir können ja auch noch irgendwie so einen Ofen und so bauen, da schauen wir dann nochmal. Was ist denn hier? Hier ist nur Grasland. Oh, wir haben voll Wind. Voll Rückenwind. Das ist sehr, sehr nett vom Spiel. Gefühlt? Ne, doch, wir sind relativ schnell. Irgendwie war es gerade gefühlt so ein bisschen langsam, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Deine Schildkröte, ich lass dich heute mal in Ruhe. Passt soweit. Kleines Stückchen links können wir dann noch. Dann docken wir hier irgendwo im dunklen Wald an. Ah, hier kommen dann auch gleich noch Ebenen. Ich hoffe mal, das Gebirge ist nicht nur so ganz mini klein. Wäre auf jeden Fall ärgerlich. Ansonsten können wir schon mal nach dem nächsten schauen. Und wir müssen ein kleines Stück weiter nach drüben.
So ist besser. Hier war überall Sumpfland und Ebenen. Weiß gar nicht, wir haben fast gar kein anderes Gebirge mehr aufgedeckt. Aber wir sind natürlich auch immer nur so klein dran vorbeigeschossen. Ich glaube, da war fast überall, hat man so von weit ein bisschen Sumpfland gesehen gehabt. Gebirge, Entschuldigung. Ja, wir werden auf jeden Fall was finden. Und das hier? Ne, das ist Wasser. Na, da oben dieser Riesenberg. Das ist doch bestimmt alles Gebirge, oder? Ja, wir werden sehen. Es gibt ja auf jeden Fall ein paar von den Steinen, also ist ja nicht so, dass auf der ganzen Karte jetzt nur einer versteckt ist. Und zwei Gebirge haben wir schon durch, wahrscheinlich haben wir sogar einen übersehen, aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass wir den zeitnah finden. Auf jeden Fall höher als beim Händler. So viel Folgen wird es nicht dauern. Guck mal, da kommt auf jeden Fall Gebirge. Müssen wir bloß mal schauen. Hier drüben kommen nämlich Ebenen, oder? Bäume sieht so ein bisschen Ebenen-like aus. Und hier drüben Sumpfland, aber das wird ja Gebirge sein dort. Nee, nicht Sumpfland. Obwohl, nee, das ist dunkler Wald. Ja, ist dunkler Wald. Okay, Entschuldigung. Dann docken wir hier an und laufen fix rüber. Ach, hier war der Mist, wo wir nicht wieder rausgekommen sind, ne? Ich glaube, das war hier. Lasst mich mal überlegen, dann wäre es schlauer, ja, wenn wir einmal so rum hier andocken. Es sieht jetzt natürlich relativ nah aus, aber es kann auch sein, dass das ewig weit ist noch bis zum Gebirge. Eigentlich hatte ich vor, bis hierhin zu düsen. Aber hier kommt halt überall noch Insel. Und hier ist gerade so ein schöner Platz, um anzulegen, ohne dass ich wieder in tausenden Steinen hängen bleibe. Obwohl, könnte auch passieren, aber trotzdem erstmal an sich ein ganz guter Standort. So. Ja, das sieht doch gut aus. Wir sind halt trotzdem relativ weit draußen mit dem Boot. Also wenn es hier kaputt gemacht wird, haben wir, glaube ich, ein Problem. So, guck mal. Zack und stehen bleiben. Perfekt. Können wir nachher wieder ein bisschen rausdrücken. Müssen es uns jetzt erstmal nur markieren. Hier ist das Schiff. Eiktür an. 4 Minuten ausgeruht, ist noch am Start. Und dann rennen wir einmal zum Gebirge hinter. Ah, das sieht wieder wunderschön aus mit der Sonne. Wie hier so durch die Bäume scheint. In ihrem rötlichen, orangefarbenen Licht. Gefällt mir immer sehr, sehr gut. Das ist schön. Wunderschön. Würde der Yogi jetzt sagen. So, da haben wir es doch schon. Perfekto. Jetzt lasst uns den Stein noch finden, dann können wir wieder nach Hause. Kämpfen gegen die Mutti. Und können auf ins Gebirge. Würde jetzt trotzdem erstmal gucken, dass wir relativ weit hochkommen. Dass wir erstmal so die oberen Bereiche ein bisschen abklappern, aber hier sieht es gerade so gar nicht nach Hochkommen aus. Mal gucken, ob es auf irgendeiner anderen Seite ein bisschen besser wird. Ja, aber wir haben wirklich lange keinen Tod gehabt. Ich hatte es letzte Folge schon mal erwähnt und vor allem auch lange keine Angriffe mehr. Ich meine, wir waren jetzt nicht mehr, naja gut, doch beim Bauen und so waren wir schon relativ lange in der Basis. Natürlich klar, dass wir keine Angriffe erleben, wenn wir die ganze Zeit nur unterwegs sind. Ach komm, das ist jetzt wirklich nur dieser eine kleine Berg hier oder was? Ach, das wäre ja richtig fies. Wir können hier nochmal in dem Häuschen gucken, aber sieht irgendwie nicht danach aus. Nö.
Ist wirklich nur so ein kleiner Berg, ne? Weiß nicht, was hier mal stand. Obwohl, nee, das ist nur so kleine Überdachungen. Obwohl, wir kommen, glaube ich, noch hier hoch. Hallo, Schweinis. Schön habt ihr das hier. Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, guck mal, Ebenen. Mal schön die ganze Zeit gucken, ob irgendwo so ein kleines Vieh angeflogen kommt. Gut, also wir kommen hier noch hoch, aber es ist tatsächlich ein... Oh, hallo, Wolf. Habe ich ja gar nicht gesehen, Mensch. Bam. Ach, ich liebe Frostner mittlerweile. Ja, mal gucken, ob wir hier was finden. Sieht nicht danach aus. Oder wird das doch noch größer? Na gut, von hier oben... Nee, es sieht ein bisschen größer aus. Jetzt lasst uns hier mal ein Gebäude finden. Dann wäre ich sehr, sehr happy. Bisher aber auch relativ ruhig. Da hinten wartet noch ein Wolf. Ach, verdammt. Ich hätte es nicht sagen sollen. Reicht das? Reicht das? Jawohl. Huch, ich hätte Bock, den Wolf zu treffen von hier. Wir probieren es mal. Das war immer noch zu hoch, ja. Sehr gut. Was ich irgendwie noch cool fände. Was ist denn das? Ach, es sah gerade irgendwie ganz komisch aus, wie jemand, der da so gehockt mit Kapuze sitzt. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur Hallus. Ja, was ich noch ganz cool fände, wäre, wenn man ein bisschen Erfahrung erhält, wenn man Gegner tötet. Ich bin einfach so ein Riesenfreund von Aufleveln und Erfahrung sammeln. Es war schon immer so. Es ist dann einfach so ein bisschen der Ehrgeiz, wenn du siehst, dass jedes Tier oder jeder Gegner dir irgendwie was bringt. Man da auch wirklich... Ach, ich treffe aber auch nicht. Dass man da auch wirklich jeden einzelnen Gegner erledigt, den man irgendwie findet. Einfach nur, weil man sich dann geil fühlen kann, dass man ein hohes Level hat. Ich feiere das halt. Ich meine, es fehlt dem Spiel jetzt auch nicht, gar keine Frage. Aber so einen kleinen Bonus dafür, dass ich hier so einen Pfeil schieße, wenn er denn trifft, wäre gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir schießen die ganze Zeit die guten... Ne, jetzt haben wir die Feuersteinpfeile, aber die anderen haben wir verschossen. Hätte ich mir vielleicht aufheben sollen. Das hier ist bloß Stein. Hallo. Ja, ist gut. Wäre natürlich fies, nicht ein richtiges Gebäude hier. Wir müssen dann echt mal gucken, wo wir als nächstes hindüsen. Und die Folge ist schon wieder fast rum. Die Zeit vergeht in dem Spiel wirklich. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, da oben liegt noch ein Drachenei oder so. Ja, das ist echt der absolute Wahnsinn. Es ist jedes Mal aufs Neue. Ich gucke auf die Uhr und denke mir, hä? Wo ist die Zeit bitte hin? Ach, und wo ist die Ausdauer hin? Das ist auch so ein Ding im Spiel. Hauen wir uns hier nochmal so einen schönen Schmutzshake rein. Ja, da liegt auf jeden Fall noch... Ui, noch ein Drachenei. Zwei gleich. Hier bewacht wohl das Ei hier. Aua. Ist doch gut. Ich wollte doch bloß das Ei haben. Also eigentlich will ich es nicht haben. Wir haben genug, aber... Vielleicht machen die ja auch... Die machen ja wahrscheinlich so ein schönes lilafarbenes Licht. Das sähe natürlich sehr, sehr geil aus. Wenn wir damit unser neues Haupthaus beleuchten könnten. Und so ein bisschen Prollo-mäßig ist es natürlich auch, wenn man statt Lampen einfach 10 Dracheneier rumliegen hat. Können wir es noch mitnehmen? Jo, passt noch. Guck mal, da hinten ist ein kleines Gebäude. Ich glaube, es war eher immer an diesen Steingebäuden dran. Ja, ist gut. Ruhige dich. Der kann echt gar nichts mehr machen, wenn der gefrostet ist, ne? Also, ist ja nicht mal so, dass der jetzt einfach nur 50% verlangsamt ist. Sondern die sind ja wirklich so gut wie gelähmt. Wir gucken jetzt nochmal fix hier oben am Gebäude. Und wenn dort auch nichts ist,
Ein Skelett, mehrere Skelette, was habt ihr denn hier zu suchen? Bewacht hier vielleicht ein Stein? Glaube nicht. Hallo. Wie die einfach so gar keine Chance mehr haben gegen uns. Was gibt's denn hier? Zwiebelsamen. Geil. Da hat sich's doch gelohnt. Oh Mist, wir kriegen... Ne, die Frostweide will ich mitnehmen. Was hauen wir weg dafür? Ach komm, die Zwiebelsamen. Nee. Ja, da müssen die drei Pilze dran glauben. Wir packen sie mal hier in die Truhe. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal vorbei. Geilo, jetzt können wir noch Zwiebeln anpflanzen. Dann haben wir nämlich auch schon wieder die nächste Möglichkeit, uns leckere Sachen zu kochen. Warum auch immer 5 Skelette oder so mitten im Gebirge in einer abgerissenen Hütte, in der es reinschneit, oder in diese reinschneit, rumhocken und Zwiebelsamen bewachen. Das passiert auch nur in Valheim. Aber Stein war leider wieder nichts. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder und gucken mal, wo wir dann mit dem Boot das nächste, oder was das nächste Ziel mit dem Boot ist. So rum. Bis dahin. Macht's gut.